Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde, zu einer wunderschönen neuen Folge von Magic Arena. Wir spielen heute mal wieder ein wunderschönes Deck und zwar BG Zombies. Ich habe es inzwischen umgebaut. Black-Green Zombies. Es spielt jetzt ein bisschen mehr mit interessanten Karten, wie zum Beispiel dem Underrealm Lich, der uns ein bisschen mehr Card Value geben soll. Einfach dadurch, dass wir halt einfach schauen, hey, wir kriegen hier drei Karten, die wir uns angucken können. Davon wählen wir die beste für uns aus. Den Rest packen wir in den Friedhof und können, falls wir wollen, können wir den Underrealm Lich, unsere kleine Draw Engine, hier halt einfach sagen, hey, wir machen Indestructible für 4 Leben. Dann haben wir natürlich solche Sachen drin wie Doom Whisperer zwischen uns und Friedhof zu füllen, haben natürlich hier unsere typische Zombie-Undergrowth-Engine noch hier mit drin, genauso hier auch. Einfach, dass wir fette Dudes damit aufs Board packen können. Unser Early Game besteht eigentlich daraus, dass wir versuchen, so schnell wie möglich Sachen in den Friedhof reinzubekommen und vor allen Dingen Minions in den Friedhof zu bekommen und zwar, wenn möglich, Zombies. So, und dann gucken wir einfach mal, wie das Ganze funktioniert. Ich habe jetzt gerade eben schon drei Games damit gespielt. Eins davon habe ich gewonnen, zwei davon habe ich verloren, weil aus richtig, richtig schlecht. Es war mal wieder ein bisschen Magic Arena, möchte ich einfach mal sagen. Eins habe ich verloren wegen richtig schlechten Draw, da habe ich wieder 10 Züge hintereinander und Lands gezogen, was echt traurig ist. Und im letzten Spiel gegen ein aggressives Merfolk-Deck hat der Gegner einfach das Top-Deck-Luck des Monats gezeigt. Das war wirklich krass. Aber never mind, Leute. Ich will jetzt hier nicht über vergangene Sachen reden. Es ist ein sehr, sehr schönes Deck. Es spielt sich auf jeden Fall sehr, sehr smooth, möchte ich mal sagen. Aber wir haben nur eine Kreatur jetzt in den Friedhof reingepackt. Why? Und dann auch noch den Underrealm Lich. Nicht optimal. Spielen hier gegen Weiß. Das heißt, also, wir müssen aufpassen. Die Weenies könnten hier am Start sein. Wir gehen ins Combat. Attack, Attack. Zack. Damage geht durch, wir machen Endturn, wollen casten und hier auf jeden Fall nicht casten. Ich hoffe ehrlich gesagt, dass er nicht Mono, er spielt White Red, das ist uncool. Wir müssen also aufpassen, sobald der Leon in Warleader rauskommt, muss da auf jeden Fall das Castdown direkt rauffliegen. Wir können jetzt hier sagen, hey, Death Baron, hello, hello. Es kann natürlich sehr, sehr gut sein, dass er ihn schockt oder sowas, was ich jetzt an dieser Stelle ehrlich gesagt vermute, weil Death Baron, der will eigentlich niemand irgendwie auf dem Board haben. Er ist jetzt ein 2-2er, das ist ganz nice. Falls er ihn irgendwie schocken sollte oder sowas, haben wir trotzdem immer noch einen Vorteil. Sobald wir irgendwie eine Karte, ein Land ziehen würden, können wir dann halt unseren Lurker als 4-4 raushauen, was immer noch nicht optimal ist. Da kommt sogar der Lightning Strike dafür raus, das ist okay für mich, wir machen hier trotzdem ein Damage. Man in Turn, er spielt wahrscheinlich rot-weiß, so ein bisschen midrangiger. Ist ein starkes Deck, habe ich in letzter Zeit schon des Öfteren gesehen. Bisschen nervig, aber okay. Okay, er guckt sich hier seine Top-Cards an, so seine Top-4-Cards, holt sich einen weiteren Militia-Burgler an den Start. Wir sagen, dude, sorry. Cast down. Und Combat, Attack, All Attack, Damage. Endturn. Wir behalten uns die zwei Mana offen für ein weiteres Castdown. Ich habe ihn jetzt mit Absicht direkt gecastdown, einfach, dass er ihn nicht buffen kann oder sonst was. Wir wissen ja, Weiß ist da ein bisschen eklig, besonders wenn sie irgendwie Mana offen haben oder sowas, können sie da ein bisschen dumme Sachen machen. Trotzdem ist es kein guter Start, Leute. Resolved. Attack. End Combat. My turn. Land. Wie kostet das? 4. Pass my turn. Oh oh, das war jetzt dumm. Ich habe zu spät reagiert, Leute. Er kann jetzt mein Stitcher Supplier holen. Was ich aber nicht denke. Es gibt viel zu gute Sachen, die er eigentlich hier jetzt machen kann. Gibt viel zu gute Sachen, die er hier jetzt machen könnte. Außer er zieht ihn zu sich rüber, schockt ihn oder sowas. Das wäre natürlich eine Möglichkeit. Was ich aber jetzt eher weniger denke. Er spielt Reinforce. Wir sagen, hey Dude, weißt du was? Cast down hier erstmal. Den Dude wollen wir auf keinen Fall haben. Kriegt seine 2-2-2. Jetzt muss ich mal ganz kurz gucken, was Kira hier will. So, da bin ich wieder. Wir blocken natürlich in so einen 2-2er rein. Die sind, warte mal, die werden dann wieder zu 1-1, gell? Ja, ist für uns eigentlich relativ wurscht. Wir wollen eigentlich hier nur Kreaturen in den Friedhof haben. Wollen auch ein bisschen Damage hier. Wie viel haben wir jetzt? 4 haben wir. Das ist gut. Das ist wirklich gut. 4. Wir haben 5 Mana. Dann spielen wir mal den
den Mulder Hulk hier raus. Das ist ein sehr, sehr cooler Dude. Wir holen uns ein extra Land dazu aufs Battlefield. Und vielleicht stirbt er ja nicht. Das wäre auf jeden Fall die beste Möglichkeit, hier jetzt dann langsam Value zu generieren, weil wir einfach gerade kein Card Draw haben und halt auch wirklich einen sehr, sehr schlechten Start hatten. Dadurch, dass er, ich finde es halt interessant, er spielt ein suhiges Deck. Suht aber erst ziemlich spät. Suht aber erst richtig, richtig hart spät. Oh, er hat gewifft, Leute. Er hat einfach gewifft. Eieiei, das ist ein bisschen traurig für ihn, wenn ich ehrlich bin. Wir können das so spielen. Und wir spielen da, gehen in Combat, attacken mit dem 6-6er, lassen, tun hier so, als ob wir einen Combat-Trick hätten. Mal gucken, ob er blockt. Er ist full ausgetappt. Er hat halt keinen Trample, das ist ein bisschen schade, aber in Ordnung, denke ich mal. Er müsste hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, er müsste mit allen reingehen, dass er hier einen Full-Block machen kann. Geht er auf einen einzigen kleinen Soldier, das ist für mich okay. Wir sagen, hey, Dude. Wir spielen noch den Lurk mit raus. Ist auch nochmal ein 6-6er, der hier an den Start kommt. Und haben damit ein relativ stabiles Board, wo wir sagen können, hey, wir können dir den Arsch wegblocken, wenn wir das wollen. Und da kommt der Siege Commander. Siege Commander ist halt eine relativ coole Sache, aber weil er jetzt die drei Goblins rausbringt. Die haben zwar noch keinen Haste. Hätte er da die richtige Karte gehabt, hätten die vielleicht Haste gehabt. Aber so ist okay. Oh, Death Sparrow, Leute. Death Sparrow ist halt gut. Die Sache ist halt, er wird hier auf jeden Fall attacken und ich darf ihn hier nicht durchlassen. Ansonsten macht er mir zu viel Schaden. Ansonsten wird er mir hier zu viel Schaden machen. Wenn er jetzt nochmal einen Buff hat für alle, dann sind das hier, sagen wir einfach mal, gibt +2/+2 auf alle. Ne, gibt nur einen. Okay, Lightning Storm ist schon mal raus. Das heißt, er hat nur noch 4 Mana. Das heißt, er kann nur noch +1/+1 auf alle geben, seine zwei Dudes beschwören. Mit dieser komischen, hier, Heroic Reinforcement. Würde funktionieren. Dann würden alle +1/+1 kriegen. Das heißt, also, wir kriegen wie viel Damage? Okay, er gibt hier einen Buff und First Strike auf den Vigilance-Typen. Ich meine, er könnte mir meinen Mulder Hulk damit rausnehmen. Er könnte mir mit der Kombination aus dem und einem. Möchte einen Blocker aus dem Weg haben. Okay, kann ich nachvollziehen. Hat aber jetzt nichts mehr übrig, um den Mulder Hulk rauszunehmen. Geht auf End of Turn. Okay. Spielen die Mami. Mami, Mami, Mami. Hitten ihn nochmal, because it's funny. Und er blockt jetzt nochmal mit dem 1-1. On the turn. Ist trotzdem nicht ganz einfach. Ich meine, er kann theoretisch hier. Ja, er könnte mir einen 6-6er komplett wegschießen, wenn er will. Er macht. Oh, das ist uncool, Leute. Das ist richtig uncool. Combat. Du wieder. Attack. Wieder ein Blocker. Wir sind halt gerade im Top-Deck-Modus und unsere Kreaturen sind halt einfach momentan mächtiger als seine. Ich weiß nicht, was besser ist, wenn er jetzt sagt, er blockt jeden Zug immer mit einem Dude weg, weil die halt auch keinen Trample haben oder sowas. Oder er schießt einen tot. Das ist halt die Frage. Das ist die große Frage. Aber wenn er halt so weitermacht und jetzt kein gutes Top-Deck irgendwann mal hat, dann ist es halt schlussendlich GG. Okay, er möchte ihn anders töten. Hä, aber lohnt sich das? Lohnt sich das halt actually? Oh, ist egal, die haben ja keinen First Strike. Haben die First Strike? Ne, ich glaube, die haben nur einen Buff gekriegt, gell? Ja, 2 und 4. Enter. Damit hat er halt einen Instant rausgecastet, der eigentlich ein sehr, sehr wichtiger Finisher ist. Das ist halt meiner Meinung nach echt dumm gerade von ihm. Das war wirklich, wirklich dumm.
Weil wenn ihr euch jetzt mal überlegt, das wäre doch super smart einfach nur gewesen, hätte er gesagt, hey, ich lasse die 6 Damage durch, gebe all meinen Dudes plus 2 plus 2, er hätte 2 Dudes, ach komm, really, noch ein Land. Er hätte 2 Dudes, 6 Damage nehmen können, hätte 2 Dudes mehr gehabt, minus ihn hier, das heißt also, er hätte gemacht, wie viel gibt es, plus 2, das heißt, wir wären hier 3, 5, nice, der ist gut. Damit holen wir uns... Oh mein Gott, der Underrum Lich wäre halt hier auch eine echt coole, gute Variante. Den holen wir auch auf jeden Fall. Auch wenn uns ein Mana fehlt. Wenn uns ein Mana fehlt, um den jetzt rauszucasten, aber wir überleben den Zug auf jeden Fall. No Attacker. Er hätte dann... 3, 6... Ich hätte 2 geblockt, das heißt... Okay, er packt sich 4 Mana hier in den Pool. Sack, Sack. 2, 2 oder wie? Ja. Okay. Ja, tötet ihn nochmal. Kann er auch nachvollziehen. Er verliert 2 Leben. Und im nächsten Zug... Wir hätten das eine Mana halt zusätzlich noch rausspielen müssen. Das wäre gut gewesen. Kreaturen kommt Tap, das ist mir aber egal. Aber er hat halt jetzt einen Flieger und Flieger sind ätzend für mich. Flieger sind halt hart ätzend für mich einfach nur. Ach komm, schon wieder ein Land. End turn. Er kann uns halt jetzt immer mit 2 Damage angreifen. Top-Deck-Modus ist halt einfach nichts Optimales. Er hat jetzt hier gerade ein Land rausgekriegt. Er soll in Attack gehen. Er greift mit 2 natürlich an. Das ist, würde jeder tun, Leute. Block. No Block. Damage geht durch. Wir können jetzt aber den Underrealm Lich nehmen. My turn. Wir gucken uns die 3 obersten Karten an. Oh mein Gott, Assassin's Trophy ist super gut. Sitch Supply ist gut. Wir wollen... Assassin's Trophy haben. Man in Turn. Sagen, hey, mach dein Ding. Je nachdem, was wir zerstören müssen, können wir hier zerstören an dieser Stelle. Wir stehen also ganz gut da. Sobald er in Combat geht, werden wir dann halt seinen Dude platt machen. Er kriegt ein zusätzliches Land raus. Vielleicht hat er auch hier einen Buff oder sowas. Ah, oh, es wäre halt uncool, wenn es ein Ding wäre. Wenn es ein Hexproof ist. Geht ins Combat. Attack, declare. Declared attack. Bye bye, dude. Er kann auch darauf reagieren. Hexproof. Hexproof or not? Nein. Okay, kriegt er ein Basic Land auf sein Board. Nochmal Mountain, ist okay für mich. Block, no Blocker. Und er geht in seine zweite Main-Phase. Ich denke tatsächlich, dass er hier... Wir mussten das einfach eingehen. Auch wenn es ein Bait gewesen wäre oder sowas. Kann sein, dass er ein Land hier nochmal hat oder sowas. Dann wäre es okay für mich. Damage geht durch, es passiert nichts. Er geht in die zweite Main-Phase. Okay, er hat nichts, was echt gut... Oh mein Gott, wir nehmen den Mordor-Hulk. Alles klar, Mordor-Hulk, go, go. Hallo, wie geht's? Schön, dass du da bist. Wir holen uns einen Swamp aufs Battlefield. Und wir gehen halt jetzt gerade sehr, sehr gut ins Control rein, Leute. Wir gehen halt jetzt sehr, sehr gut ins Control gerade rein. Combat. Attack. Wir werden sogar jetzt attacken, Leute. Auch wenn wir hier in den Settle the Wreckage reinrennen können, ist es mir egal, weil das Board momentan nicht so krass gefüllt ist, dass ich sagen würde, hey... Ah, nicht so geil gerade. Gut, er nimmt uns der. Wir gehen. Der hat Vigilance? Ja, dann töten wir die beiden Dudes.
Damage. Ah, okay, er hat noch einen Schock, oder wie? Sehe ich das richtig? Er hat noch einen Schock. Ja, du, der kannst du nur Goblins sacken. Oh, er sackt ihn selbst! Ja, okay. Damit hat er sich halt sein eigenes Board hier gerade gewastet. Kriegt er so ein 1-1 Vampir-Kreaturen-Spielstein mit Lifelink an den Start. Soll er haben, Leute. Soll er haben, Endturn. Es sieht so aus, als ob wir hier Zombie-Control einen Midrange-Boros-Goblin-Deck hier rausholen können. Was ich wirklich ganz gut finde. Es wird mal wieder Zeit, dass hier ein Game gewinnt. Ich habe in letzter Zeit wirklich viel experimentiert und alles Mögliche. Und dadurch bin ich halt im Rang echt hart gefallen. Oh mein Gott, wie viel Damage können wir ihm machen? Wir wollen ihm hier Damage. good game. Oh, wir spielen den Lord of Giant raus und schießen ihm einfach mal direkt 13 Schaden. Ach du Heiliger, der Typ ist einfach ein super guter Finisher, Leute. Der Typ ist halt echt einfach ein super guter Finisher. So macht es doch Spaß. Ja, nice. Wir können jetzt auch noch... Ach du Heiliger, wir haben jetzt gerade 1500 Gold verdient. Wir haben gerade 1500 Gold verdient. Da können wir jetzt erstmal ein Pack aufmachen. Ich hätte mal gesagt, ab zum Store, schauen wir uns noch an. Wir holen uns auf jeden Fall nochmal ein Guilds of Ravnica Pack. Es wäre halt super gut. Wir ziehen jetzt ein Ankommen. Also wir kriegen auf jeden Fall safe ein Ankommen noch zusätzlich. Es wird langsam mal Zeit. Oh, zwei Ankommens, das ist gut. Und Radical Idea ist auch super, super wichtig. Die Karte brauche ich halt echt immer noch. Und wir haben Omnispell Adapt. 5 Mana, 3, 4, 2 und 3 Mana und Tap. You may cast an instant sorcery card from your hand without paying its mana cost. Könnte ich mir im Commander ganz geil vorstellen, aber hier jetzt eher weniger. Ich glaube aber im Commander wird die halt auch direkt rausgefinished und einfach zerstört. Ja, damit haben wir auf jeden Fall schon mal wieder zwei wunderschöne Ankommenkarten, die wir hier weiter reinpacken müssen. Die Problematik ist halt immer noch, uns fehlen halt hier gerade für das Demir Midrange, fehlen uns halt leider noch hier die drei Doom Whisperer, die wir eigentlich bräuchten, die kommt ja eigentlich raus. Rise from the Grave kommt hier raus, Hostage Taker kommt hier raus. Also da fehlt auf jeden Fall noch einiges, was wir hier ersetzen müssen. Dafür können wir aber jetzt schon Disinformation Campaign wieder zwei Stück reinsetzen. Also es geht langsam voran, Leute, es geht langsam voran und wir kommen da auf den richtigen Weg. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, lasst auf jeden Fall gerne einen Daumen nach oben da. Schreibt was Schönes in die Kommentare, wenn ihr irgendwelche coolen Deckideen habt. Es gibt auch einen Discord, da könnt ihr eure Deckideen teilen. Ich bedanke mich recht herzlich nochmal. Haut rein, bis denn dann. Tschüss.